Willkommen zu einer gruseligen Sonderfolge, die jetzt gerade noch wunderschönes Wetter und tolle Aussicht bietet. Ja, aber gleich nicht mehr. Karin hat vorhergesagt, dass es gleich gruselig wird und deswegen, wenn ihr zart beseitet seid, dann... Ach, guckt einfach trotzdem zu. Ihr könnt ja einfach weggucken, das mache ich immer bei den Slender-Folgen. So weit, du guckst sie dir an und guckst aber weg. Genau, also ich höre nur, was sie sagt. Ah, sehr schön. Genau, also wir sind übrigens gerade Aragorn und... Ich bin der weiße Zauberer. Und Gimli und Legolas. Hast du nicht eben noch jemanden gesehen, den wir kaufen konnten? Achso, der war ganz weit unten. Achso, na, dann wollen wir den jetzt nicht haben. Okay. Ja. Also, ja. Genau, die Leute, die man kaufen kann, laufen entweder in der Gegend rum oder stehen irgendwo. Ah, jetzt kommt wieder der närrische Tuck. Genau. Ne? Im Film war das zumindest so. Da hat sich die Kugel von Gandalf geklaut. Weißt du, was der Unterschied zwischen einer Kugel und einem Ball ist? Mit dem Ball kann man spielen. Mit einer Kugel auch. Bowlingkugel, ja. Kegelkugel. Ich weiß nicht, wieso muss es da einen Unterschied geben? Da gibt's einen. Bälle sind hohl. Bälle sind hohl? Kugeln sind voll. Ich verstehe. Ich will's mir nur mal ansehen. Weißt? Ja, ob das so physikalisch stimmt? Wieso? Immer? Naja, musst du überlegen. Was sind so Bälle und was sind Kugeln? Bälle sind immer hohl. Ja, eine Kugel ist erstmal ein geometrisches Objekt. Ja, aber Bälle sind immer hohl. Ja, okay. Glaubst du? Da war er wieder, der närrische Druck. Das hat irgendjemand gesagt. Irgendjemand gesagt und deswegen glaube ich das jetzt. Eine sehr verlässliche Quelle. Was hast du gesehen? Aber solche Sachen merke ich mir dann auch immer. Also, das war komisch. Ich höre irgendwas, denke, ach, ist interessant. Und das merke ich mir dann. So wie der Unterschied zwischen gleichzeitig und zeitgleich. Den hört man einmal. Und was ist der Unterschied? Erzähl's. Hab ich das nicht in dem Let's Play sogar auch schon mal erzählt? Irgendwie vor 20 Folgen oder so? Ist das schon 20 Folgen? Das weiß doch keiner mehr. Naja, wenn wir ein Fahrradrennen machen und beide exakt 20 Sekunden brauchen, um das Ziel zu erreichen, dann haben wir das Ziel zeitgleich erreicht. Und wenn wir zur selben Zeit losgefahren sind, dann fahren wir auch gleichzeitig. Also gleichzeitig bedeutet man, dass man etwas wirklich in derselben Sekunde tut. Und zeitgleich ist immer irgendein Ende. Also man ist derselben Zeit irgendwo angekommen. Gut, jetzt weiß ich das. Ja, irgendwie so. Guck mal, Gandalf bleibt weg. Nein, Pippin. Oh, Merry bleibt zurück. Hä, Pippin bleibt zurück. Nein, Merry. Aber der hat doch gerade gesagt, Merry! Der da stand. Nee, ich weiß, der, dass es der, so ist. Der auf dem Pferd war. Aber warum hat denn der auf dem Pferd geschrien? Warum schreit er nicht der weil da er steht? Das gerne wollte. So, jetzt müssen wir übrigens... Oh, wir können jemanden kaufen. Jetzt weiß ich nämlich... Warte. Aber eben wolltest du nicht, dass wir jemanden kaufen. Aber jetzt will ich, dass wir jemanden kaufen. Okay, ich komme mal zu dir. Warte mal. Legolas. So. Hier. Wir können jetzt nämlich... Ein Huhn kaufen! Ich will das Huhn haben! Nee, das ist der Mörder von Boromir. Hier. Achso, nein. Nee, stimmt. Das Huhn hat er ja gar nicht abgeschossen. Hier, irgendwo war hier. Hier sind jetzt nämlich ein Edoras. Da. Hier läuft eine Lampe. Oh, wir können süße Mädel kaufen. Eowyn. Die nichts machen darf. Genau. Ich kaufe. Cool, oder? Geilo. Voll Spaß. Und dann kann man hier so in der Stadt rumlaufen. Ja, so groß ist die Stadt jetzt nicht. Also. Na und, aber kann man rumlaufen. Guck, hier sind ganz viele Sachen. Da oben ist ein Stein. GTA Mittelerde. Hier, der rote winkt uns. Hier, den kann man auch kaufen. Wollen wir den kaufen? Das ist der Theodin verflucht. Der kann bestimmt nichts kaufen. Der kann ihn trotzdem. Doch, der kann hinter seinem Bart, in seinen Bart nuscheln. Gekauft. Mann. Mann, du bist ja ganz schön. Die winken uns alle und wir... Hallo, was ist denn hier los? Sag mal. Ja, okay, lass mal weiter. So, ich hab gezeigt, hier gibt's die Stadt. Einfach rumlaufen. Was bist du? Guck mal, du kannst da oben reinschießen. Und Aufträge annehmen. Was man alles machen kann, das ist so toll. Ich glaube, du magst dieses Spiel, oder? Kann das sein? Jetzt hüpfst du da hoch und schwingst dich hoch. Und? Yeah, Mithrilstein. Geilo, geil. Ja. Ich sag zu oft geil. Das soll ich lassen. Kann ich da aufs Dach? Nein, bestimmt. Nein, das geht nicht. Eben ausprobiert. Ich lauf mal schon weiter. Genau, wir hatten den Leuten. Wir hatten ja die Gruselfolge versprochen. Nicht, dass es jetzt gar nicht gruselig wird, weil wir durch schöne Landschaften. Städte. Wird genau so wahrscheinlich sein, weil wir immer viel zu lange brauchen. Wobei wir tatsächlich für die zwei Türme, also für den zweiten Teil, haben wir deutlich weniger Folgen gebraucht als für den Gefährten. Mhm. Gefährten hat 15 Folgen gebraucht und für die zwei Türme haben wir 12, glaube ich, gebraucht. Also immerhin, lass mich lügen, 20% weniger. 15, na, drei da weniger. Schon ja, was ich auch sehr angenehm finde, wenn man es alleine spielt, ist
Willst du mich loswerden, oder was? Nein, aber bei dem Split Screen, das ist immer alles so hektisch und so. Ja, da bewegt sich so viel auf aber einmal. Aber wenn man alleine spielt, dann hat man erstmal einen Überblick, was da überhaupt ist. Ups. Und ja, dann fällt man runter. Ich denke mal, dann sieht man auch deutlich mehr, was überhaupt passiert. Genau. Also, weil wir kriegen ja hier die Hälfte, wie immer bei einem Let's Play auch sowieso. Und dann auch noch Koop und überhaupt. Deswegen ist es... Gut, dass Karin das jetzt schon gespielt hat. Ja. Wir versuchen jetzt gerade die ganze Zeit nur zu rechtfertigen, warum Karin schon weitergespielt hat. Ich war schwach. Sie war schwach. Es tut mir leid. Ja, du hast ja auch den Ring um den Hals, also ja, klar bist du schwach. Du, wobei du musst ja extra schlafen. Herrlager, siehst du? Ja, ja, es gibt es doch. So, alle weisen alten Männer gucken mal in die Ferne. 6.000 werden nicht genug sein, um die Linien Mordor zu durchbrechen. So muss es sein. Oh nein, das fehlt. Nein, geh da nicht rein. Doch, geh da rein. Oh, das fühlt sich doch zum Sieg. Ja, aber ich will da nicht rein. Oh, guck mal, wie gruselig der schon aussieht. Das ist grün. Das sieht aus wie der wie durchsichtiger Hulk. Das ist überhaupt nicht gruselig. Oh, was steht denn da für ein goldener Typ hin? Ich ziehe mich zurück. Jetzt mal ernsthaft. Weißt du es mir? Warum Film auch? Ach, das war Agent Elrond. Ja! Yeah. Mein Herr Elrond. Jetzt kommt hier was Tolles. Gegen dich Agent Elrond kommt. Du brauchst mehr Männer. Es gibt keine. Es gibt jene, die das Gebirge bewohnen. Ja. Oh nein. Sie folgen niemand. Doch dir. Doch. Ah, es gibt ja ein cooles Schwert. Jetzt kann ich wieder alles orange kaputt machen. Eben. Goll. Anduril, die Flamme des Westens, der Schmiede. Diese Flamme, brennt doch. Welche? Das war alles so Bild, so bildhaft. Wie heißen denn die Schwerter bei Game of Thrones? Eis und ja, Eis. Da ist ein silbernes Schwert, das heißt Eis. Das finde ich nachvollziehbar. Lasse den Waldläufer hinter dir. Ja. Und wie heißen die Schiffe da alle? Ja, die heißen Seehure und so. Das finde ich eigentlich auch ziemlich nachvollziehbar. Besseren Namen für Theons Schiff gibt es ja wohl gar nicht. Vor langer Zeit schworen die Menschen des Gebirges dem letzten König von Gondor einen Eid. Selber schuld. Wer Eide schwört, ist selber schuld. Das haben wir auch bei Sieg von Eis und Feuer gelernt. Und Gondor in höchster Nähe. Übrigens die Geschichte von den. Und verbargen sich von diesen Gebirgsleuten? Genau. Also die waren halt eigentlich Verbündete von denen von Gondor. Haben den aber im Stich gelassen. Also im Endeffekt so wie die Elben ständig. Aber die Elben verflucht auch keiner. Na, die hatten ja nie so ein Bündnis, ein festes. Sie sind ja halt da und sagen nur. Und helfen aber trotzdem niemandem. Genau. Und aber hier also haben sie uns gezeigt, dass man damit wieder oranges Zeug kaputt macht. Genau. Bist du jetzt der oder bin ich? Ja, hallo, ich bin ja wohl der. Oh, dann bist du der. Nein, ich bin Gimli! Ja, nein, warte. Nimm mal nein. Aber du musst am besten machen dann. Du weißt schon, was zu tun ist. Dann stehen wir nicht so dumm da. Ach genau, und hier das ist ganz cool, ich bei dem Gang. Weil manchmal kommen da welche raus. Und man muss irgendwie aufpassen, wo man hinläuft. Aber ich sehe immer nicht, wo man hinläuft. Okay, ich verstehe schon, das wird also nichts werden. Manchmal sind das so. Dann kann ich dann dieses Gerippe kaputt machen. Ja, die Gerippe sind sehr ergiebig, hab ich auch. Das ist eine ergiebige Gerippe. Ja. Eine gute Rohstoffquelle. Ja. Das hält länger als das durch Fracking erreichbare Gas in Deutschland. Haben Sie gerade festgestellt, dass das 13 Jahre Deutschland versorgen könnte, was im Boden bei uns hier ist an Erdgas. Fracking war das dieses. Das ist, wenn man den Boden durch eingespritztes Hochdruckwasser weitet. Und dann dadurch Gas fördern kann, was vorher. Ist das schlecht oder? Naja, das ist eine sehr, also fangen wir mit der Diskussion nicht an, weil das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, ob das hier zum Beispiel, gucke, soll ich mich mal da reinstellen? Ja. Pass auf, und was dann passiert? Hier siehst du, und dann muss man mal schnell X drücken. Oh Gott! Und man sieht ihn gar nicht. Und das ist na, man sieht so ein bisschen so Arme oder sowas. Ja, okay, jetzt bist du drin, oder? Nee. Am besten, wenn du da reinkommst, dann wächst du schnell den Charakter. Weil ich glaube, Sam kann nur buddeln. Ich glaube, die kann nämlich auch nur Aragorn tot machen, weil er dieses tolle Schwert hat. Ah, guck mal, das ist hier rechts, das ist eine Truhe, oder? Wie kommen wir da ran? Nee, ne? Jetzt liegt da so eine halbe Truhe irgendwie. Was hast du da gemacht? Nee, man muss hier noch so das andere Teil dazu. Ah, okay, und dann baut man sich eine Truhe zusammen, das ist ja cool. Wow. Super. Wie wir das wieder gemacht haben. Okay, weiter geht's. Das erinnert mich aber jetzt wirklich sehr an die Rückkehr des Königs, an das Gamecube und PlayStation 2 Spiel von damals. Ja, das hatte ich sogar auch. Ja, ich habe es nie durchgespielt. Irgendwann, wenn man keine Erfolgserlebnisse hat, dann ist man schnell durch. Das Spiel ist schwer. Also tatsächlich ist es nicht einfach. Und wir haben es neulich sogar mal versucht, ne? Also ja, wir beide haben es neulich vor ein paar Monaten. Wir sind nicht durch das erste Level. Ja, also es ist echt nicht. Und was ist ja dieses genau? Das hier ist genau das erste. Ja. Das ist nicht leicht. Also das war wirklich damals ein ziemlich hartes Lizenzspiel. Aber es hat Spaß. Also ich habe es durchgespielt tatsächlich auch mit einem Freund zusammen.
Und es war auch echt cool, aber es ist. Also man muss einige Level gerne auch mal 10-mal probieren. Also. Das ist gar nicht so easy wie die meisten Spiele, die es heute so gibt. Mhm. Also auch schon 10 Jahre her. Das ist ja alles kaputt. Ich weiß nicht, warum das da so liegt. Nur zu andere Lego-Objekte zu zerstören. Wieso geht denn das nicht? Ich kann es zusammenbuddeln. Meinst du nicht, dass wir das brauchen, um weiterzukommen? Hier ist noch was. Du musst das noch kaputt machen, dann kannst du wahrscheinlich was bauen. Ey! Ja, dann geht er aus der Ecke raus. Jetzt hau halt nicht immer den armen Gimli. Immer auf die Kleinen, ne? Ah, jetzt kannst du das. Oder ich. Nein! Böse! Ich hab ihn schon gekriegt. Oh, hier ist ein ergiebiges Skelett. So, ich baue mal hier zusammen. Bau mal. Ist ja eh so dein orangegrünes Zeug. Das kannst du auch bauen. Ja, na und? Das ist jetzt aber deine. Eine Treppe. Und hinter Tor 3 finden wir eine Treppe. Und Skelett. Alles putt. Oh, das ist gruselig. Oh, hier ist so viel Nebel. Guck, jetzt müsste ich. Ah, nein. X. Oh, Alter. Macht mich nicht alle. Ich glaube, hier musst du. Genau, hier bist du gefragt. Ich bin gefragt. Ich muss erst noch ein Skelett setzen. Mann, ey, wie viele Lego-Sterne rauskommen. Mhm. Irre! So, hier, Gimli. Wie viele Lego-Sterne? Steine? Mensch, wert. Ja. In diesem Frage. Let's Play einfach alles. Ja, ihr könnt ja mitzählen, wie viel da rauskommt aus jedem Skelett. So viel ist auch in euch drin an Lego-Steinen. Wenn ihr die als Kind mal aus Versehen runtergeschluckt habt. So, jetzt muss ich mal hier. Ah! Nein! Warte, den muss ich kaputt machen, glaube ich. Nein! Oh Gott. Ach, verdammt. Hier ist was für Legolas. Ja, aber du musst da unten durchkrabbeln. Also kann ich erstmal Legolas geben? Ja. Mach mal den Typ. Da war eben schon wieder so ein Typ. Ich mach das alleine. Ich lauf mal hier unten. Legolas. Musst du den irgendwo hinschmeißen? Was muss ich? Ach nee, du musst da hoch. Ich muss da hoch. Genau. Ich wollte jetzt nur das Skelett kaputt machen und dann hochspringen. So, dann muss ich das hier runterschmeißen. Oh, da kann man bestimmt eine Treppe draus bauen. Ja gut, dann ich wechsle mal zu Gimli. Wechsle mal zu Gimli. Dann geht es hier ein bisschen zügiger. Effizienter, genau. Mhm. Ah, eine Leiter. Sehr schön. Okay, sehr gut. Mhm. Weiter geht's hier oben. Warum sind denn diese Verräter jetzt verflucht? Wer hat die denn verflucht? Dass sie halt nach ihrem Tod als Geister weiter existieren müssen. Ja, das war wirklich. Wie, das weiß man. Also, das war aber schon irgendwie ein Mensch, der. Also, einer aus Minas, als Gondor. Ja. Wahrscheinlich, oder? Weil naja, also, die waren ja doch. Die waren ja, genau. Naja, nee, aber wer hat denn da die Macht, Leute zu verfluchen? Naja, es gibt ja dafür. Hier ist was zum Kopf machen. Ja. Ach, das, was hier dann ist. Meins! Manu, guck mal, ich habe 9000, so geht denn da? Ja, ich habe mir gerade einen 10.000er geschnappt. Oh, da oben kam wieder der ominöse, geheimnisvolle Charakter. Ich will sagen, wer das ist. Lass es bleiben. Aber ich will sagen, wer das muss jemand erraten. Was kriegt denn derjenige, der es erraten hat? Ein Draht. Der nachgeguckt hat? Ja. Wer redet denn heutzutage noch? Ja, da wird so gegoogelt. Jetzt haben wir die Leute auf falsche Gedanken gebracht. Jetzt googeln die. Das doch schon vor 2 Folgen und das war ja schon ein paar Tage her. Stimmt, mittlerweile wissen sie, haben es ja alle in die Kommentare geschrieben. Genau. ja, sag's halt. Okay, ich sag's. Also jetzt kommt die Auflösung. Jetzt, also Spoiler-Alarm, ja, wer das hören möchte. Nein, Karin sagt es am Ende dieser Folge. Ihr müsst dann... wo ist er denn? Ist hier? Ihr müsst dann einfach früher abschalten, wenn ihr es erst am Ende als große Überraschung sehen wollt. Ja, das war schon gut. Der Pfeil fliegt nur ein Weilchen. Nein, ach, ich mach, es ist unstell. Stell dich doch nicht da rein. Nee. Weg. So. Ich bastel. Mach mal. So, und warum? Warum? Oh, ich bin tot. ich hab zu viel gefragt. Ja, toll. Die 1000 geklaut. Das hat sich gelohnt. Nach unten es ist der Wahnsinn. Was ist warum? Ich wollte noch wissen, bevor ich es vergesse, warum die dann jetzt in einem Berg wohnen.
Die haben doch bestimmt vorher irgendwo. Na, die hatten da ihre Festung. Also die haben sowieso in dem Berg gewohnt. Genau. So wie die Rohirrim da auf dem Land wohnen. Genau, das war halt deren Festung. Die Gondorianer in Minas Tirith. Mhm. Die was das Ding ist? Achso, das muss haben wir irgendwie bearbeiten. So, Gimli? Wo ist Gimli? Da. Achtung, lauf nicht durch die. Ja. Strudel. Ich klopf mal die Säule kaputt. Oh, bam! Kavusch. Kann man hier bauen? Legolas, dann nehme ich jetzt den. So. Ich laufe durch die Gegend. Ja. Und mache Sachen, die nichts mit der. Also, die haben da sowieso gewohnt. Genau. Und deswegen war das gar nicht jetzt sozusagen so ihr Verbannungsort oder so, sondern die haben da gewohnt. Genau. Das habe ich im Film zum Beispiel auch nicht erkannt. Viele Dinge. Warum sie da oben wohnen? Na, warum die in einem Berg wohnen, weil ich mir nicht vorstellen kann, warum Leute. Ja, da oben, also da Berg ist ja eigentlich sollten. Halt dieser Zufluchtsort und so. Also dieses, wo die sich gesammelt haben. Ja. Ja. Reden und spielen und so. Ja. Und alles da. Super. Nee, doch nicht. Wo bin ich? Alles. Blau. Also, was? Genau, die haben da gewohnt. Hat man schon geklärt. Ja, oder? Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich weiß. So, war hier Gimli muss was. Gott, meine Aufmerksamkeit spannen. So. Dabei kennst du das alles schon. Boah, Gimli hat ja der volle Power. Das ist trotzdem so aufregend. Das ist aufregend. Das ist jetzt aber hier der Endkampfraum, oder? Sehe ich das nicht? Das erinnert mich sehr an den Raum halt. Ja, das ist. Ich mag diesen grünen Dampf irgendwie nicht. Und schlimm ist es auch, wenn man auf die Musik dazu hört. Ja. Also ja, die hören wir jetzt ja gar nicht so doll, weil wir immer den Fernseher leise drehen. Aber wenn man halt spielt und dann kommt immer diese aufregende Musik und dann denkt man gleich, das ist super schlimm. Oh Gott. Nein, ich steck fest. Ah, ich weg. Ein guter Trick, danke. Ja. Hab ich mir selber ausgedacht. So. Das ist ja so. K-N-U-K. Achso, das muss ich wegziehen, glaube ich. Das muss halt weg, damit wir da hoch können. Achso, dann musst du schieben. Genau. Kann man hochklettern. Oh, toll. Ganz toll. Achso, nee, du musst hochkommen, weil. Ja, erstmal hier. Kiste eingesammelt, ne? Und! Deswegen habe ich so viele Punkte. Weil ich immer die Verstecke finde. Oh, Sam ist wieder nicht eine. Da. Du musst da auf dem Seil lang balancieren, das kannst nur du. Warte, kannst du die passende Musik anstimmen? Na, rüpf. Hüpf. Ich wollte noch ein Salto machen. So, und jetzt schmeiße ich dir den Gimli so. Schmeiß mal her. Es gibt übrigens ein Achievement dafür, dass man Gimli irgendwie eine bestimmte Anzahl. Na komm, wir schmeißen ihn jetzt so oft hin und her, dass wir es erschieben. Ich glaube irgendwie 30 Mal oder so. Wieso geht das nicht hier? Achso, geht schon. Okay, ich hab ihn. Ah! Wollte ich gar nicht. Gimli, komm her. Ich kann, glaube ich, gerade gar nichts machen. So. Okay, oh, und Echsen. Bam! Ja, schon gut. Bauen wir das noch zusammen. Oh, ist ein Zähne. Oh, das ist noch ein Zähne. Jetzt kann Gimli da. Hier kann Gollum auch was machen, ne? Wenn wir ihn hätten. Der kann da oben lang klettern. Ja, genau. Also diese Dinger kann wirklich nur Gollum machen. Ja, das ist ja wirklich. Oder ich glaube, es gibt noch solche Schuhe, die man sich schmieden lassen kann. Okay. Mit denen man halt so vertikal. Ich verstehe. Aber ich muss B ganz oft drücken. Ich verstehe. Ich drücke B. Oder oben ist auch noch eine goldene Kiste. Ah, da kann nur Gollum hin. Okay. Mhm. Ich gehe durch, ja? Ja. Geh durch. Ja. Und dann gucken wir noch kurz, was da passiert. Genau. Und dann sagst dann du noch, oh, dann sagst du noch, wer der tolle Charakter ist. Welcher tolle Charakter? Einer, der eure Lehnsherren. Okay, dann sagst du es halt nicht, wenn du ihn nicht nennen möchtest. Ach so, ja. Es ist nämlich. Nein, aber erst am Ende der Episode. Aber ist doch das Ende. Ja, warte doch ganz kurz. Ja. Oh Gott, Geister. Das ist so furchtbar. Und die sehen alle so aus. Oh, Gimli muss Legolas in der Hand. Legolas ist genervt. Legolas hat aber auch überhaupt keine Angst. Er ist so voll der harte Kerl. Mit seiner langen, goldenen Mähne. Der hat schon viel gesehen. Also, mach so, mal. Pause. Genau. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wer am Ende die große Überraschung sozusagen haben möchte, wer der tolle Charakter ist, der ganz schaltet zum jetzt Schluss, ab. Also in so 10 Folgen ungefähr, der schaltet jetzt ab. Alle anderen. Den sage ich jetzt und zwar, soll ich sagen? Ich sag's. Sag es! Es ist der Ork, der in der Schlacht von Helms Klamm die Bombe trägt.
Der kann das. Genau, also der schmeißt dann immer, der läuft immer mit so einer Fackel einem Bombe rum. Sieht aus wie ein Geburtstagskuchen mit einer Wunderkerze drin. Ist ja super. Also, finde ich. Und der schmeißt dann immer diese Bombe überall gegen und dann geht alles kaputt. Diese blau glitzernden Sachen. Genau. Okay, ihr wisst Bescheid. Ja. Und auch euch nochmal. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.